Hallo und herzlich willkommen zum neuen Dein DLRP Mausblick zu unserer zweiten Ausgabe. Die Resonanz auf die erste fanden wir durchaus positiv und freuen uns, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Wir werden aber auch die Kritik uns zu Herzen nehmen, die ihr geäußert habt, zum Beispiel Sprungmarken einzubauen. Dabei kann ich gar nicht verstehen, dass man zwischen den einzelnen Themen springen will, denn ist doch alles interessant, was mit Disney zu tun hat, oder? Aber wir steigen auch gleich ein. Und zwar mit den News der letzten Woche aus Disneyland Paris und Walt Disney World. Andere Disney Parks haben wir, glaube ich, gar nicht zu bieten heute. Ich glaube, das war's so. Aus anderen Parks machen wir ja nur die ganz großen Dinge. Und wir fangen wieder an in Disneyland Paris. Am 12. Januar wurden die neuen Wandgemälde, die euch im Royal Banquet, einem der beiden Restaurants des Disneyland Hotels, dann ja in wenigen Tagen schon, die Eröffnung ist ja in wenigen Tagen, die euch dann erfreuen werden, vorgestellt. Und das sind schon ganz coole Sachen dabei. Wir blenden euch natürlich ein bisschen was ein. Und ja, also habt ihr schon einen Tisch da bekommen? Ist einem oder anderen von euch gelungen, wenn ihr da übernachtet? Oder am Nachmittag oder Mittag für externe Gäste. Habt ihr da was bekommen mit eurer Buchung? Dann könnt ihr uns ja berichten, wie ihr diese tollen Wandgemälde so findet. Die Eröffnung steht kurz bevor und dann hat das neueste und luxuriöseste Hotel von Disneyland Paris offen. Und damit bleiben wir gleich bei den Hotels. Auch wenn das ein paar Tage später war, aber es passt gerade so gut zum Thema. Denn wir hatten im letzten Mausblick ja die Info mit den erhöhten Kurtaxe, mit der erhöhten Taxe de Séjour, wie es auf Französisch heißt. Und da hieß es noch, dass die für bestehende Buchungen nicht angewendet werden wird in Disneyland Paris. Dass also, wenn ihr schon eine Buchung habt, dass die dass ihr dann nichts nachzahlen müsst, dass das mit der bezahlten Buchung abgedeckt ist. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Im Lauf dieser Woche, ich glaube am 15.01. hat Disney E-Mails an Gäste mit bestehenden Buchungen rausgeschickt, in denen steht, dass man das nachzahlen muss. Also, aber Disney ist da in seiner Kommunikation, man kann schon fast sagen, wie immer, sehr uneinheitlich. Grundsätzlich gilt, darauf bezieht sich auch Disney in seiner Mail, die AGB, die ihr bei der Buchung eines Aufenthalts in Disneyland Paris bestätigt habt, der ihr zugestimmt habt. Und diese AGB besagen, dass Disney, wenn sich Steueranteile ihrer Produkte ändern, diese an Kunden weitergeben kann, wenn Disney die Kunden 20 Tage vor ihrer Anreise darüber informiert. Das würde jetzt bedeuten, dass jeder, der nach dem 4. Februar dann angereist wäre, mit dem 15. Januar hätte benachrichtigt werden können, dass er dann nachzahlen muss. Das stand auch so in der Mail und das ist rechtlich auch vollkommen legitim, weil jeder Gast diesen AGBs zugestimmt hat. Ob das moralisch jetzt vertretbar ist, darüber kann man sicherlich diskutieren, darüber wird auch diskutiert. Kritisch bei der Kommunikation ist, dass Disney nicht wirklich transparent ist, wer jetzt tatsächlich nachzahlen muss, denn auf Rückfragen bei der Hotline und auch beim Support über Facebook oder über die App etc., heißt es dann plötzlich, und so stand es auch auf der Seite von Disneyland Paris dann plötzlich, dass es das nur für Gäste gilt, die nach dem 19. Dezember gebucht haben überhaupt. Dass alle Buchungen, die davor waren, dass diese Nachzahlungspflicht nicht bestünde, außer man ändert noch was an der Buchung. Das würde dann automatisch die Nachzahlungspflicht auslösen. Passt nicht ganz dazu, dass uns E-Mails weitergeleitet wurden von Usern unserer Facebook-Gruppe und auch unseres Forums, die nachzahlen sollen, die aber ihre Buchungen im September, Oktober getätigt haben. Das passt zu diesem Datum 19.12. nicht. Und die wurden aufgefordert nachzuzahlen und haben das teilweise auch schon dann direkt gemacht, wie es in dieser Mail steht, nämlich über die Hotline. Und das ist noch so ein Ding, dass man proaktiv als Gast die Hotline anrufen muss, um nachzahlen zu können, zumindest dann, wenn man keinen offenen Betrag mehr auf der Buchung hatte. Dann, wenn noch ein offener Betrag war,
bei Ratenzahlung zum Beispiel, dann wurde der, zumindest bei einigen Gästen, andere sagen wieder, bei ihnen war es nicht so, der offene Betrag erhöht und man konnte das mit den weiteren Raten oder kann das dann in Zukunft mit den weiteren Raten nachzahlen. Für Gäste, die ihre Reise schon komplett bezahlt haben, die sollen sich melden und über die Hotline zahlen. Wenn diese Gäste online zahlen wollen, dann müssen sie über die Hotline erst freigeschaltet werden. Das klingt für mich gänzlich absurd. Ich schicke eine Mail raus, fordere in der Mail den Kunden auf, ruft mich an bei einer Hotline, die zumindest sehr häufig stark überlastet ist, und diese Wartezeit in Kauf zu nehmen, damit er was nachzahlen muss, von dem er noch nicht wusste, dass er es zahlen muss, als er gebucht hat. Rechtlich alles legitim, aber das Vorgehen, nicht ideal. Hinzu kommt, dass es eben, wie ich gerade gesagt habe, User gibt, die im September, Oktober, November gebucht haben, die jetzt nachzahlen sollen, die im Mai, Juni, Juli anreisen. Wiederum kennen wir andere User, die im Februar, März anreisen, die noch nicht aufgefordert wurden zur Nachzahlung. Also das scheint chaotisch zu sein. Wir haben da schon verschiedene Theorien aufgestellt, nach welchem System denn diese Mails verschickt werden. Denn es ist klar, es macht keinen Sinn, diese Mails an alle bestehenden Buchungen auf einen Schlag zu verschicken. Denn dann bricht gerade bei diesem System, das Disney sich da ausgedacht hat für die Zahlung, dann bricht die Hotline komplett zusammen. Das ist logisch. Dann dachten wir, okay, dann schicken sie die Mails halt eben immer so raus, dass da diese 20-Tage-Frist noch ist. Aber warum haben dann Leute, die erst im Mai kommen, schon ihre Mails und Leute, die im März kommen, ihre Mails noch nicht? Und ja, gibt kein System. Ihr solltet in eure Mails schauen, ob ihr was habt, vielleicht auch mal im Spam-Ordner nachschauen. Denn wahrscheinlich wird es euch auch nicht befreien, von der Zahlung zu sagen, ja, ich habe nichts bekommen. Auch wenn das ganze Chaos auf Seiten Disneys entsteht, das ist das bringt euch ja nichts. Da müsst ihr vor Ort gegebenenfalls nachzahlen oder rein theoretisch, was ich mir nicht vorstellen kann, weil es ein kleiner Kleckeranteil des Gesamtbuchungswertes ist, könnte Disney eure Reise sogar stornieren, wenn nicht bis 7 Tage vor Anreise der volle Betrag inklusive der Erhöhung bezahlt ist. Und nochmal, für die Erhöhung kann Disneyland Paris nichts. Und Disneyland Paris kann auch nichts dafür, dass die Information jetzt so spät erst erfolgt, denn die tatsächliche Entscheidung, dass diese Erhöhung stattfindet, wurde zwar schon in einem Gesetz 2022 so eingeplant, da gab es aber starke Proteste des Hotel- und Gastronomieverbandes Frankreichs dagegen. Im Oktober sah es dann so aus, als gäbe es eine Fristverlängerung, als würde diese Erhöhung nicht zum 1.1. kommen, sondern erst im März. Vielleicht sogar ganz ausfallen, weil sich die Hoteliers dann Einbrüche bei den Buchungen natürlich befürchten, weil die Erhöhung ja doch signifikant ist. Und am 19.12., also 3 Werktage vor Weihnachten, wurde dann erst endgültig entschieden, dass es weder eine Fristverlängerung und schon gar nicht eine Rücknahme dieser Erhöhung geben würde. Und erst dann wurden die Hoteliers über das Verfahren vollständig informiert und hatten also bis zum 1.1. quasi keine Vorlaufzeit. Das ist ein Versagen der Kommunen, das ist ein Versagen des Gesetzgebers, für das Disneyland Paris überhaupt nichts kann, für das Chaos. Für das eigene Chaos aber natürlich schon. Also die Erhöhung kann man Disney beim besten Willen nicht anlasten. Ich finde auch die Weitergabe kann man nicht anlasten, weil Disney damit keinen Cent Gewinn macht. Das geht 1:1 raus wieder an die Kommunen. Aber das Verfahren, das ist natürlich, kann man nur den Kopf drüber schütteln. Gut, kommen wir wieder zu den positiven Sachen, nachdem wir das hinter uns haben. Es gibt neue Pop-Up-Surprises, das sind diese Meet and Greets im früheren Annual Pass-Büro im Disneyland Park, beziehungsweise noch viel früher dem Café de Visionnaire. Da waren diesmal Anna oder Elsa und die Aristocats zu treffen. In richtig, richtig, richtig coolen Kulissen, finde ich. Das ist richtig gut gelungen. Da gibt sich Disney erstaunlich viel Mühe dafür, dass immer heißt, ja, eigentlich wollen die ja keine Jahreskarteninhaber mehr. Aber das ist richtig gut gemacht. Auch wenn die Anna jetzt, die wir gesehen haben, nicht unbedingt so nach einer Anna aussah. Aber gut, man muss halt immer die richtigen Leute finden. Man gibt sich zumindest da wirklich richtig Mühe. Am 13.01. gab es neue Souvenirbecher und Souvenirstrohhalme für die Sammler unter euch, die so Plastikzeug gerne sammeln, könnt ihr jetzt in Disneyland Paris kaufen.
Und kommen wir zur vielleicht, naja, News ist es nicht, aber es ist ein Gerücht, das gerade wieder richtig hohe Wellen schlägt. Wir wissen alle, es ist noch nicht bekannt, was als zweiter, komplett neuer Bereich in die Walt Disney Studios kommen wird. Star Wars ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit da an dieser Stelle zumindest raus. Es gibt Gerüchte, dass das noch ins Discoveryland kommt. Da hatten wir auch mal vor, weiß nicht wie langer Zeit, schon mal einen Blogartikel zu, mit einer Karte, wie das aufgebaut sein könnte, wo quasi der Weg unter der Bahnlinie, unter der Railroad, der früher zum Pizza Planet Restaurant geführt hat, als Zuweg genutzt werden könnte. Dann könnte man den Eingang von Star Tours auf die Rückseite legen und hätte damit die Attraktion auch in den Star Wars Bereich gelegt. Das wäre absolut möglich. Gibt es jetzt wieder als Gerüchte, aber das ist sehr, sehr vage. Konkreter sind die Gerüchte um das, was stattdessen in die Walt Disney Studios kommen soll, angeblich. Und angeblich sogar schon im April, naja schon, aber wir warten eigentlich schon viel länger, aber was im April angekündigt werden soll, in nicht allzu ferner Zukunft, vielleicht passend zum Geburtstag, das soll nämlich der erste vollständige Lion King-Bereich für einen Disney-Park sein. Und ja, wäre super, oder? Also ich meine, das ist ein toller Film, es ist ein Meisterwerk, ein absoluter Meilenstein der Geschichte der Disney-Filme. Allerdings möchte ich da so ein bisschen den Hype auch gleich wieder rausnehmen. Das heißt ja schon, das wird ein Riesenbereich mit dem Königsfelsen super dargestellt und mit dem Elefantenfriedhof und ja, dass ein ganz riesiger, toller Bereich werden soll. Ja, also wir sehen ja, was bei Frozen passiert. Super schön gestaltet, aber nur eine Attraktion, die ein Klon ist. Und Disney steckt im Moment ja nicht so viel Geld in seine Parks. Also da ist sehr wenig, zumindest was angekündigt wurde, wirklich in der Pipeline von diesen ganzen Blue-Sky-Konzepten, die Josh D'Amaro präsentiert hat, mal abgesehen. Und das passiert in den letzten Jahren, gibt es eigentlich diese ganzen Konzepte, von denen nichts wirklich mal in eine fortgeschrittene Phase geht und wirklich mal mit einer konkreten Ankündigung begonnen wird, geschweige denn mit einem Bau. Und natürlich wäre es toll, wenn ein besonders ausgefeilter Lion King-Bereich nach Disneyland Paris kommen würde. Aber es sind wirklich nur Gerüchte zum jetzigen Zeitpunkt. Die Gerüchte, dass das Thema sein soll, die gibt es schon länger. Was am Ende wirklich kommt und wann das kommt, vorsichtig sein. Also selbst wenn das heute angekündigt wird und dann irgendwann im Laufe des Jahres sogar mit dem Bau begonnen wird, würde ich nicht vor 2028, 2029 mit einer Eröffnung rechnen. Wir sehen ja, wie lange der Bau des Frozen-Bereichs geht und der ist ja nicht riesig. Und hat eine Attraktion, die nicht neu entwickelt wird, sondern die ein Klon ist. Ja, und das übrigens ist so ein Ding, der Klon, der kommt. Wir haben ja schon gesehen, wie der in Hongkong aussieht. Beziehungsweise, außer dass es spiegelverkehrt ist, quasi kein großer oder kein technischer, kein struktureller Unterschied zu Frozen Ever After in Epcot. Ein Unterschied dabei sind allerdings die Animatronics. Da hat man in Epcot ja diese gesichtslosen Animatronics, auf die dann die Gesichter projiziert wurden. Und da ist man in Hongkong zum Glück bei der neuen Technologie, die ja schon deutlich besser aussieht. Aber das ist ein Paradebeispiel dafür, wie Disney aktuell mit Investitionen umgeht. Denn es gibt aus den USA gerade ein Leak bei Imagineering. Und das besagt, dass die Imagineers auch unbedingt wollten, dass man in Epcot die Animatronics durch die neuen ersetzt, die dann wieder richtige Gesichter haben, statt dieser Projektionen, die manchmal auch ein bisschen schief sitzen und dann ist die Nase irgendwie hier am Gesichtsrand und bei Anna oder Elsa und ja, okay. Dass das aber gestrichen wurde, weil Disney sagt und auch in Persona Josh D'Amaro sagt, ja, wo ist da der Return on Investment? Also, wo kriege ich durch diese Änderung wieder das Geld rein, das mich diese Änderung kostet, damit sich das gelohnt hat für mich. Und ich finde, das ist so kurzsichtig gedacht. Dasselbe gilt übrigens auch für Stitch's Great Escape in Tomorrowland. Genau dazu haben die Imagineers wohl in den letzten 10 Jahren mehrere Alternativen vorgelegt, dass da endlich auch wieder was passiert. Man lässt es stattdessen im Moment ja lieber stillgelegt, weil es auch da ist, ja, where's the return on investment? Es wäre ein kleiner Bereich, der nicht dazu beitragen würde,
neue Leute anzuziehen, egal was man da reinmacht, weil das eben zu wenig Kapazität hat. Und das sagt ein Park, der die meisten Besucher von allen Freizeitparks weltweit hat und ständig Kapazitätsprobleme hat. Und wo jeder kleine Ort wichtig wäre, was mein Return on Investment. Und da geht man so ganz stark von dem weg, was wirklich, was Walts Idee war. Als Walt Disneyland gebaut hat, hat er auf so viele Kleinigkeiten bestanden, die authentisch sein sollten, die aus authentischen Materialien sein sollten, in der Main Street zum Beispiel, Metallarbeiten etc. Und da waren auch die Mahner groß, die gesagt haben, ja, aber there's no return on investment. Du machst keinen Dollar mehr Einnahme dadurch, dass das echt ist und nicht irgendwie aus Holz geschnitzte Nachgemachte. Aber genau das hat dann am Ende doch den Disney-Unterschied gemacht, als Walt sich durchgesetzt hat. Und genau das hat ausgemacht, dass die Parks ganz anders wahrgenommen wurden als andere Freizeitparks zu der Zeit. Und das wäre mit Sicherheit auch wieder der Fall, wenn man dann bei Frozen Ever After eben diese extra Meile geht und so sagt, es geht nicht nur um den direkten Return of Investment, nicht um die 100.000 Besucher, die dann deshalb vielleicht mehr kommen, die nicht mehr kommen würden, aber es erhöht auch die Guest Satisfaction, wenn eine Attraktion wirklich hochwertig ist. Und ich möchte zu mal Walt zitieren, der selbst mal gesagt hat, give the public everything you can give them. Also gebt der Öffentlichkeit, damit sind die Gäste gemeint, alles, was ihr ihnen geben könnt. Keep the place as clean as you can keep it friendly. Das ist auch wichtig, aber hat mit dem Thema weniger zu tun. Also gebt den Leuten das, was ihr zu geben in der Lage seid, und das wird sich auszahlen. Und Walt hat damit immer recht behalten. Die Walt Disney Company war dann bei allen Risiken, die Walt eingegangen ist, die Roy finanziert hat, hat sich das am Ende immer ausbezahlt. Und auch wenn sie oft am Rande des Ruins war, bevor was umgesetzt wurde, weil Walt eben so viel investiert hat. Aber genau dadurch ist Disney stark geworden. Und dann heute ist ein Multimilliarden-Unternehmen, sagt sich dann, nee, wir tauschen jetzt aber nicht die Animatronics zu den besseren Varianten aus, die wir schon entwickelt haben, weil das vielleicht kostet halt ein paar hunderttausend oder vielleicht auch eine Million Dollar extra. Genau das ist das, was sich in Guest Satisfaction am Ende niederschlägt und was Disney über Jahrzehnte unterschieden hat von anderen Freizeitparks. Und ja, deshalb, egal wie hoch, ich bin ein bisschen abgedriftet, aber egal wie groß eure Hoffnungen sind auf einen Lion King-Bereich in den Walt Disney Studios, orientiert euch bei diesen Hoffnungen, egal was da aktuell an Gerüchten gibt, solange ihr nichts Gegenteiliges, Offizielles hört oder es ein richtiges Leak gibt, eher an dem, was wir als Arendelle, als Frozen-Bereich bekommen oder als Rapunzel-Themenfahrt mit dem Teetassen, als an großen Projekten wie Galaxy's Edge oder wie Avatar oder an Großprojekten der Vergangenheit. Denn auch da wird wahrscheinlich darauf abgezielt, dass der Name Gäste zieht, dass der Name allein so viel Umsatz macht, dass es auf die Qualität des Produkts im Detail vielleicht gar nicht mehr so ankommt. Arendelle Frozen wird wegen Frozen Leute ziehen. Und 90% der Leute wird es tatsächlich egal sein, welche Animatronics, auch wenn wir da wahrscheinlich die Hongkong-Variante kriegen, aber da drin stehen, weil einfach Frozen zieht. Und darauf verlässt sich Disney halt in einem sehr großen Maß, dass es nur darum geht, zu ziehen, ohne diesen Disney-Faktor einzubringen, der den Unterschied macht. Gut. Reicht zu dem Thema. Kamen wir drüber über Lion King und über die Frozen Ever After Attraktion, die in Paris entsteht, und diesen Leak bei Imagineering. Wenn wir schon bei Imagineering sind, dann gehen wir doch am besten direkt weiter in den USA. Wir gehen nämlich jetzt nach Walt Disney World. Am 12.01. hat das Festival of the Arts, Epcot International Festival of the Arts, in Walt Disney World begonnen. Dann kommt damit auch zurück die Disney on Broadway Concert Series mit 3 Shows am Tag im Garden Theater. Das ist gegenüber des American Adventure Pavilions. Und wo ja auch das Candlelight Processional in der Weihnachtszeit zum Beispiel habt, oder auch das ganze Jahr immer wieder Events. Und da sind in diesem Jahr
folgende Stars dabei: Casey Levy and Patty Murin, Heidi Blickenstaff, ich kann mir die nicht alle auswendig merken, es sind viel zu viele, deshalb lese ich sie ab, Gavin Lee, Ashley Brown, L. Stephen Taylor, Kissy Simmons, Josh Strickland, Mandy Gonzalez, Michael James Scott, Bradley Gibson und Shobha Narayan. Wenn ihr so ein Konzert besuchen wollt, dann könnt ihr euch da ganz einfach anstellen und euch einen Platz ergattern. Oder wenn ihr den Platz sicher haben wollt, könnt ihr ein Dining Package buchen, das euch dann garantierten Zugang zu einer Uhrzeit, es sind drei pro Tag, drei Aufführungen pro Tag, garantiert. Gibt es zum Beispiel immer im Rose Crown, im UK Pavilion. Und ja, also ich würde das fast zumindest, wenn ich an Wochenenden oder etwas stärker besuchten Tagen, würde ich den Weg wählen. Denn da steht man oft zwei Shows lang in der Schlange, um dann vielleicht für die dritte einen Platz am Rand zu kriegen. Es kann passieren, wenn man sich einfach so anstellt. Außerdem wurde das Festival-Merch präsentiert. Das steht ganz im Zeichen von Figment. Dann ist natürlich auch wieder ein Spirit-Jersey dabei. Aber warum erwähne ich Spirit-Jersey? Besonders nicht, weil ich sie so gut tragen kann, das ist keins, sondern weil ich dazu gleich noch was habe. Dann gibt es ebenfalls im American Garden Theater täglich um 12.30 Uhr und um 13.30 Uhr Malkurse, in denen ihr lernen könnt, Figment zu zeichnen. Also da könnt ihr eurer Imagination freien Lauf lassen und einen wunderbaren Figment zeichnen, malen, was auch immer. Und ja, am 13.01. gab es weiteres neues Merch, denn die Disney Parks bekommen neue Starbucks-Becher. Das ist ja auch was immer sehr gerne gesammelt wird. Und Starbucks, wir haben auch so ein paar Starbucks-Tassen, die machen ja ganz coole Tassen. Dann gibt es neue sogenannte Celebration Crew Sweatshirts. Und da komme ich jetzt wieder auf die Spirit Jerseys zurück, denn die Spirit Jerseys sollen angeblich auslaufen. Also diese Modellreihe dieser Dinger, die ich persönlich immer Kartoffelsäcke nenne, ich mag die Dinger ja nicht, aber soll auslaufen und sollen durch ein neues, etwas anders geschnittenes Modell durch die Celebration Crew Sweatshirts ersetzt werden, dass es dann zukünftig auch zu entsprechend vielen Themen geben wird, wie es die Spirit Jerseys gab. Das ist in der Produktion wohl etwas einfacher, weil es einen etwas simpleren Schnitt hat und die Spirit Jerseys sollen eben deshalb auslaufen, weil sie angeblich in der Produktion zu teuer sind und trotz der, Windows will hier gerade neu starten, das will ich jetzt aber bitte nicht während der Show, sonst ist auch der Ton weg, in der Produktion zu teuer wären und dann eine zu geringe Marge hätten. Ihr seht ja mal, first verkauft werden, kommen aus dem asiatischen Raum, werden da günstig eingekauft. Die Marge dürfte schon groß sein, aber auch da will Disney gerne noch so mit diesen neuen Celebration Crew Sweatshirts Pullis eben haben, die in der Produktion ein bisschen günstiger sind, zum gleichen Preis verkauft werden, um die Marge maximal ausdehnen zu können. Und wir können uns ja sicher sein, ich meckere jetzt drüber und viele werden drüber meckern und es wird aber trotzdem wieder gekauft werden, zu den sehr, sehr hohen Preisen. Und dann hat Disney eben dieses Ziel erreicht, diesen kleinen Tweak an der Marge, um noch vielleicht einen Dollar mehr oder zwei Dollar mehr pro Teil rauszuschlagen, was sich dann in der Masse, in der diese Teile verkauft werden, natürlich niederschlägt. Seit einigen Tagen, das ist dann eine richtig positive News, geht endlich das Parkhopping wieder viel freier als vorher in Walt Disney World. Also nicht mehr diese Grenze mit 14 Uhr und so weiter, sondern da genau wie die Reservierungspflicht, die ja aufgehoben wurde für datierte Tickets, geht alles wieder ein Stückchen Richtung Normalität. Das sind auf jeden Fall gute Nachrichten. Und der Dining Plan ist wieder da. Haben wir auch schon lange angekündigt. Der war während der ganzen Corona-Zeit ausgesetzt. Ist endlich nach langer Zeit zurück in zwei Varianten. Und zwar in der Standard- und in der Quick-Service-Variante. Früher gab es ja noch einen Deluxe-Plan. Und dann gab es eine Zeit lang auch, glaube ich, einen Platinum-Plan oder wie auch immer er hieß. Ihr könnt diesen Disney Dining Plan für Walt Disney World bis 48 Stunden vor der Anreise buchen.
wichtig, als eine wichtige Änderung, die früher sehr relevant war, ist, dass der Tausch von einem Quick-Service-Credit in drei Snack-Credits nicht mehr funktioniert. Das war deshalb früher immer ganz interessant, weil man eigentlich meistens, wenn man so einen Dining-Plan hatte, nicht alle Credits aufgebraucht hat. Florida heiß und man ist viel unterwegs, man will nicht so viel Zeit essen und man kann auch gar nicht so viel mächtige Sachen essen. Und dann konnte man einerseits einen Quick-Service-Credit in drei Snack-Credits ändern, konnte dann dadurch diese Kleinigkeiten, die man besser über den Tag verteilt, vielleicht so mal hier futtern kann, da futtern kann, essen. Oder eben, was ganz viele Leute gemacht haben, am Ende des Aufenthalts diese Snack-Credits, ich merke gerade schon, ich habe wieder meine Arbeitsbrille auf, ich sehe wieder bescheuert aus heute. Egal. Passiert mir ja dauernd bei der Show in letzter Zeit. Damit über die Snack-Credits dann Sachen wie Gummibärchentüten etc. kaufen und die mit nach Hause nehmen. Super, da Disney-mäßig gestaltet, super Reise mitbringen sie als für eigene Erinnerung oder für Freunde. Ich weiß nicht, wir sind, ich glaube 2016 sind wir mit 30, 40 Tüten an Gummibärchen im Goofy-Look und so weiter nach Hause geflogen, weil wir so viele Credits übrig hatten. Das geht jetzt nicht mehr, also wenn ihr Credits nicht aufbraucht, dann verfallen die. Ist vielleicht ganz interessant oder wichtig dafür, wenn ihr euch überlegt, das noch zu buchen. In der Regel lohnt sich das Zubuchen des Dining Plans ohnehin nicht, muss man ganz klar sagen. Einfach weil sich das die Kosten nur dann rechnen, wenn ihr bei vor allem bei eurer Table Service Mahlzeit immer das teuerste Gericht der Karte wählt, das enthalten ist, und dann esst ihr eigentlich quasi den ganzen Aufenthalt über Steak und habt überhaupt keine Vielfalt. Weiß nicht, ob man das will, unbedingt immer das teuerste von der Karte wählen müssen, nur damit sich's rechnet, da zahlt man lieber ja gleich. Aber wenn ihr das trotzdem wollt, könnt ihr es 48 Stunden vor Anreise zubuchen. Richtig interessant wird die Rückkehr des Dining Plans aber eben dann, wenn im vermutlich wieder zumindest April das Angebot, das Dining-Angebot für Walt Disney World 2025 kommt. Denn da ist dann natürlich die Frage, sind da wieder Credits, also in monetärer Form dabei fürs Dining, oder kommt dann der Free Dining Plan zurück? Und das lohnt sich natürlich, der Free Dining Plan, wenn der dabei ist. Wissen wir noch nicht, wie das aussieht. Im letzten Jahr gab es noch Credits, weil es den Dining Plan eben noch nicht gab, mit denen man aber auch jetzt nicht den Dining Plan kaufen kann. Also was Disney da macht, das werden wir noch sehen. Das könnte sich schon wieder eher lohnen. Am 16.01. wurden die Points Charts für die Cabins at Fort Wilderness veröffentlicht. Ihr wisst, das ist das neueste DVC-Projekt, das jetzt auch am 1.7., das wurde auch angekündigt, am 1.7. eröffnen soll. Da sollen die ersten Cabins zugänglich sein. Und beim DVC habt ihr ja immer eine gewisse Anzahl an Punkten, die ihr kauft, die ihr dann für spätere Buchungen einsetzen könnt. Und das ist tatsächlich recht günstig, muss man sagen. Sehr gute Preise. Die Cabins sind aber auch nicht ganz auf dem Niveau von One-Bedroom-Villas. Von der Größe geht es in die Richtung, aber über dem Niveau von Studios, also so ein Zwischending. Und dafür sind sie recht günstig verfügbar, wenn man schon Punkte hat. Für welchen Preis die Punkte verkauft werden würden, wenn die Cabins in den Verkauf kommen, für die als DVC-Mitgliedschaft, ist noch nicht bekannt. Da können wir aber nicht davon ausgehen, dass das in Relation genauso günstig sein wird, wie die Übernachtung zu buchen, denn man kann diese Punkte ja auch für Übernachtungen in anderen Resorts einsetzen. Und dann kann Disney nicht sagen, wir nehmen jetzt $250 für Polynesian und $150 pro Punkt für Fort Wilderness, denn mit beiden kann ich zum Beispiel dann 7 Monate vorher Old Key West buchen. Und dann kostet mich effektiv eine Old Key West Buchung, wenn ich Fort Wilderness gekauft habe, deutlich weniger, wenn ich die Kosten für die Mitgliedschaft umlege auf die Laufzeit oder auf die Punkte, als wenn ich Poly gekauft habe. Also da können wir nicht mit diesem Unterschied rechnen, den es jetzt gibt, um Übernachtungen zu buchen. Und es kam auch die Annual Dues raus. Das ist noch nicht offiziell, aber naja, es ist ziemlich sicher, weil etliche DVC-Guides, die ihren Kunden gezeigt haben, und die werden wohl, die Annual Dues für die Cabins at Fort Wilderness, werden wohl bei ungefähr $12 pro Punkt und Jahr liegen. Das sind also die Jahresgebühren, die ihr für jeden Punkt, den ihr habt, jedes Jahr einmal zahlen müsst, oder Monatszahlungen in Ratenzahlungen auf die 12 Monate verteilt, das könnt ihr wählen. Und das sind die zweithöchsten Annual Dues, die es im DVC aktuell überhaupt gibt. Nur Vero Beach ist teurer.
Das liegt einfach daran, dass sich die Annual Dues daran berechnen, welcher Instandhaltungsaufwand und Renovierungsaufwand für, also unter anderem danach, das sind auch andere Sachen abgedeckt, wie die Grundsteuer und weil ihr wirklich Grundbesitzer werdet mit der Mitgliedschaft im DVC, Grundbesitzer in Florida werdet. Und diese erwarteten Instandhaltungskosten sind natürlich bei Fort Wilderness mit einzelstehenden Cabins, einzelstehenden Hütten größer als bei einem großen Hotelkomplex. Denn wenn es da einen Sturm gibt und eine Hütte kaputtgeschlagen wird, muss die ja komplett ausgetauscht werden. Und entsprechend ist dann eben auch Vero Beach das teuerste, weil da durch die Witterungsbedingungen mit dem salzigen Wasser und viel Wind und Hurricane-Gefahr viel mehr Renovierungen stattfinden müssen als bei einem Resort wie dem Bay Lake Tower zum Beispiel und Hilton Head, wo das auch an der Küste liegt, in South Carolina, an der Küste liegt, wo die Instandhaltung etwas geringer ist, weil zwar genauso die Wetterverhältnissen ausgesetzt ist, aber nicht die Hurricane-Gefahr so groß ist, oder generell die Gefahr starker Stürme nicht so groß ist, etwas niedriger. Und da reihen sich die Cabins halt ganz vorne ein. Also wenn ihr überlegt, die VC zu kaufen, müsst ihr immer den Kaufpreis nehmen und die Annual Dues, um euch dann danach zu orientieren, was sich für euch am ehesten lohnt. Dann wurden, wie man gerade gesagt, das Festival of the Arts ist gerade erst an seinen Anfängen und da wurden schon die ersten Details zum Flower and Garden Festival bekannt. Das ist das folgende Festival. Das beginnt am 28. Februar diesen Jahres und geht bis 27. Mai. Das meine ich, wäre relativ früh beginnen und relativ früh enden, wenn ich nicht komplett auf dem falschen Dampfer bin. Und da wurde eine neue Figur, einen neuen Formschnitt, Baumschnitt, Heckenschnitt, Topiary vorgestellt. Es wird nämlich zum ersten Mal eine Crude-Figur geben. Ihr seht da Crude stehen und er hält das Mixtape in seinen Armen, aber wir blenden euch eh ein, ihr müsst mich nicht als Crude sehen. Außerdem wurde ein neues Merch vorgestellt mit dem Orange Bird im Fokus, aber auch mit Minnie Maus und mit Coco. Coco wird wohl auch so wie letztes Jahr Encanto das umfassende Thema des Festivals war, wird wohl Coco dieses Jahr das Zentralelement darstellen. Aber es kommen auch alte Klassiker zurück, wie die Schnitzeljagd mit Spike the Bee und anderen Dingen. Und natürlich jede Menge tolle Blumen, Baumfiguren, tolle Gärten zu verschiedenen Themen, die auch einen sehr, sehr guten edukativen Ansatz immer haben. Also da erwartet euch wieder ein tolles Festival. Auch da wird es wieder die Garden Rocks Konzerte geben. Das sind dann wieder auch täglich Konzerte im American Gardens Theater. Und da wurden schon ein paar Bands angeteasert. Neue Bands, die bisher noch nicht dabei waren, das sind zum Beispiel Modern English, Crowder, Lit und Monsieur Perrin. Ja, das war's, glaube ich, heute so mit den News, die zum Tag 12.30 Uhr haben wir gerade heute bekannt sind. Vielleicht kommt im Laufe des Tages noch was, dann haben wir es nächste Woche dabei. Aber ihr könnt uns ja auch bei Facebook und bei Threads und ja sonst wo folgen. Auch da erfahrt ihr dann ja, wenn es noch zwischenzeitlich neue, wichtige Informationen gibt. Das war unser zweiter Mausblick. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Und ich freue mich auf eure Kommentare und wir versuchen auch immer, alle Kommentare möglichst gut zu beantworten. Ja, das war's. Danke und bis zum nächsten Mal.